Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 1. Guten Morgen und nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe beschlossen, mit 1. Korinther Kapitel 3 weiterzumachen. Das ist ein ziemlich interessantes Kapitel. Paulus geht in eine Richtung, die einige ernste Warnungen enthält. Lernen wir also von dem großen Apostel und vom Wort Gottes. Der Vers lautet: Brüder und Schwestern, als ich bei euch war, war es mir nicht möglich, zu euch wie zu geistlich reifen Menschen zu sprechen. Das ist nicht gerade nett gemeint. Was er am Anfang sagte, ist viel netter: an die Heiligen Gottes in Korinth. Und schau mal, was er jetzt sagt. Als ich bei euch war, war es mir nicht möglich, zu euch wie zu reifen Menschen zu sprechen. Wenn ich zum Beispiel zu dir, mein Freund, nicht als reifen Menschen sprechen kann, habe ich zwei weitere Möglichkeiten. Entweder ich spreche gar nicht zu dir, oder ich spreche zu dir wie zu einem unreifen Menschen. Gefällt es dir, ernsthafte geistliche Gespräche mit unreifen Menschen zu führen? Ich persönlich genieße das nicht. Der Apostel Paulus sagte jedoch, dass es nicht einmal möglich gewesen sei, mit ihnen wie mit reifen Menschen zu sprechen. Hier eine Frage, die viele Christen schon gestellt haben. Wie definiert man geistliche Reife? Ich habe schon so viele Predigten über geistliche Reife gehört und wahrscheinlich gibt es verschiedene Aspekte, die auf Reife zutreffen. Aber der Apostel Paulus definiert genau, was geistliche Unreife ist. Es ist so wichtig, hier einen Schlüssel im christlichen Leben zu verstehen. Geistliche Reife hat nichts damit zu tun, wie lange du schon Christ bist. Da ich seit mehr als 4 Jahrzehnten als christlicher Leiter tätig bin, trage ich diesen Schmerz in meinem Herzen. Und ich denke, dass jeder aufrichtige Diener des Herrn den gleichen Schmerz empfindet. Wir können Jesus nicht nur allein aus Leidenschaft ihm dienen. Das ist äußerst gefährlich. Die Leidenschaft für Jesus ist wichtig. Aber wenn die Leidenschaft für Jesus dein einziges Motiv ist, warum du Jesus dienst, wirst du zu einer gefährlichen Person. Denn du wirst deine Leidenschaft benutzen, um dich zur Erfüllung einer Vision zu treiben und auf dem Weg dorthin wirst du Menschen verletzen. Jesus zu dienen bedeutet auch, dass wir die Menschen zutiefst lieben müssen. Wenn du Menschen zutiefst liebst, muss es dir im Herzen wehtun, wenn du weißt, dass Menschen schon reif sein könnten, es aber nicht sind. Paulus trug diesen Schmerz in sich. Paulus sagte, dass er Geburtswehen für die Gemeinde hatte, bis sie in Christus reif geworden ist. Ich trage folgenden Schmerz in mir. Ich kenne Menschen, die seit 20 Jahren und mehr Christen sind und trotzdem geistlich nicht reif sind. Ich kenne aber auch Menschen, die erst seit 6 Monaten oder einem Jahr Christen sind und schon ziemlich reif sind. Besonders schmerzhaft ist es zu wissen, dass diejenigen, die seit 20 Jahren unreif sind, schon vor 19 Jahren reif gewesen sein könnten. Oder vielleicht sogar vor 20 Jahren, gleich nachdem sie gerettet wurden. Deshalb möchte ich, dass du die erste Lektion heute wirklich verinnerlichst. Geistliche Reife hat absolut nichts damit zu tun, wie lange du schon Christ bist. Sie hat etwas mit der Herzenshaltung und der Reaktion auf Gott zu tun. Sehr schnell kann ich zur christlichen Reife heranwachsen, wenn ich lerne, auf Gott und seine liebevolle Disziplin zu reagieren, nämlich ihm ähnlicher zu werden und nicht den Helden dieser Welt. So werde ich einen Charakter der Liebe zeigen. Bevor ich diesen Vers zu Ende betrachte und dir zeige, was Paulus
mit geistlicher Reife oder Unreife meint, das werde ich morgen tun, möchte ich, dass du eine Kleinigkeit für mich tust. Ich möchte, dass du dein Herz zur Ruhe bringst und sagst, Heiliger Geist, glaubst du, dass ich ein geistlich reifer Mensch bin? Frage nicht, bin ich gerecht in Christus Jesus und vollkommen in Christus Jesus? Das sind wir alle, sondern bringe ich in meinem täglichen Leben wahre geistliche Reife zum Ausdruck? Frage das den Heiligen Geist und frage ihn, wenn du geistlich nicht reif bist, in welchen Bereichen du nicht reif bist. Dann wirst du sehen, dass es eine wunderbare Freude ist, sehr schnell sehr reif zu werden. Bis morgen!